Microsoft Studios. Und 343 Industries präsentieren nach langer Zeit endlich wieder Halo. Und zwar Halo 5 Guardians. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen, verrückten, kleinen, großen, viel zu großen wahrscheinlich Let's Play, auf das ich mich einfach viel zu sehr freuen werde. Und ja, man sieht es, es ist Halo 5 Guardians. Ist jetzt vor ein paar Tagen erst rausgekommen. Alles neu hier, neues Spiel, neue Xbox. Alles perfekt, bis auf meine Capture Card, die wahrscheinlich wieder nach ein paar Minuten abschmieren wird. Aber das werden wir auch irgendwann behebt haben. Aber ich will jetzt gar nicht um den heißen Brei rumreden, weil ich freue mich schon wahnsinnig auf dieses Spiel. Und ich will jetzt einfach in die Kampagne starten und Spaß haben. Deswegen viel Spaß beim Intro. Denk mal, dass es ein Intro geben wird. Schwierigkeit normal, weil mehr traue ich mir jetzt wirklich nicht zu. Ohne, dass ich da jetzt komplett versage. Beginnen. Feuerteam Osiris. Feuerteam Osiris wird damit beauftragt, die meistgesuchte Kriminelle des UNSC aufzuspüren. Dr. Catherine Elizabeth Halsey. Die meistgesuchte Kriminelle. Das ist, wer es nicht weiß, die Erfinderin der Spartans. Wer Spartans nicht kennt, dem kann ich jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Und ich hoffe, dieses Freunde-Menü da unten geht irgendwann weg. Das hoffe ich wirklich. Das wäre jetzt ein bisschen komisch. Können Sie jetzt Shooter spielen und dann Freunde? Hast du Freunde? Einsatz, okay, es geht weg. So, viel Spaß mit dem Intro. Spartanlog. Ich war lang genug beim MND, um die Wahrheit zu kennen. Wenn das hier vorbei ist, nach allem, was ich getan habe, werden sie ihnen befehlen, uns beide zu töten. Oh oh. Microsoft Studios. Industries. Feuerteam Osiris. In den letzten 72 Stunden wurden 5 Kolonien Opfer identischer Ereignisse. Gewaltige Zerstörung, Blutsväter Ursprungs. Dr. Catherine Elizabeth Halsey hat mit uns Kontakt aufgenommen. Sie behauptet, Informationen über die Angriffe zu haben. Horsey ist momentan auf Kamtschatka, in den Händen der Allianz. Sie müssen sich hinter die feindlichen Reihen schleichen, Horsey befreien und sie hierher bringen. Noch etwas. Dr. Horsey ist in der Gegenwart des Allianzführers Julem Dama. Wenn Sie ihm begegnen sollten. Verstanden, Commander. Viel Glück, Spartanlog. Infinity Ende. Nachverfolgung online? Bestätigt. Also, bevor wir gleich abspringen, möchte jemand noch was sagen? Ich muss keine großen Worte verlieren, ihr wisst doch so, dass ich eine scheiß Angst habe. Log, geht die erste Runde danach auf dich? Wer fragt, der zahlt. Feuerteam Osiris, wir haben grünes Licht. Ja, jetzt schon, wenn er drauf hat. Eine neue Generation von Spartans. Halo 5 Guardians. Bin richtig gespannt, was hier alles passiert. Sieht schon mal schick aus. Sie haben keine Bruchlandung gemacht, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, größtenteils. Spartan Buck online ist bereit. Spartan Main online.
Fläche. Kontakt! Ja! Direkt mal loslegen, die Spartan-Action. Einfach die Übersoldaten. Ja, die räumen hier ein bisschen auf. Dafür, dass sie, was, zu viert oder zu fünft sind? Da kommt ein großes Schiff. Und jetzt alle zerquetscht. Okay, darf ich jetzt... Ah, danke, da brauchen wir spielen. So, festhalten, festhalten. Gut, könnte von mir gewesen sein. Au! Okay. So, Steuerung. Ah, ist das schön, mal wieder Halo zu spielen. Sehr gutes Gefühl. Und man muss sich erst wieder dran gewöhnen, einen Shooter auf der Konsole zu spielen. So, Steuerung. Waffenwechsel ist immer noch gleich. Das. Oh, okay. Das ist ein kurzer Jetpack-Schub. Das ist normales Springen. Das ist die eine Granate. Ah, okay, da ist Nahkampf. Sehr gut. Und. Wo ist dann. Okay, Granatenwechsel wird dann wahrscheinlich eine von den Tasten sein, die gerade noch nichts gebracht hat. Datenpad. Okay. Was soll ich denn deine Pistole? Okay. Seit wann kann man die Grunts reden hören? Das ist neu. Verschwörungstheorie berichtet, gefunden und erobert. Okay. So, der Kaliber sollte. Der Blutsväterstruktur direkt vor uns verschanzt. Das ist unser Ziel. Sie sagte, es würde etwas ganz Großes vor sich gehen und hat Captain Lasky ihre Koordinaten gegeben. Oh, es ist so schön. Ah, sprinten. Okay. Befreien Sie Dr. Holz. Hieß es nicht gerade vorhin noch, dass man. Ah, okay, die. Die. Nein! Meine Panzerung blockiert. Ah, okay. Also die ist die gleiche Spielerei, wie wenn man den Koop spielen würde. Die kleinen Gegner, die von den Blutvätern sind hier auch. Das heißt, es gibt jetzt hier tatsächlich drei Fraktionen. Bolzenpistole. Ah, okay. Eine Bolzenpistole ist jetzt von den Blutvätern eine Waffe. Die ist auf jeden Fall cool. Den Charme von den alten Halo-Spielen mit neuen Waffen. Sehr schön. So, gib mir mal den Nadelwerfer. Ist irgendwo ein großer? Ein großer. So ein Mini-Furz von einem Gegner. Ah, nein. Nein. Böse. Okay, okay. Man muss sich erst dran gewöhnen. Ich bin jetzt die Shooter einfach nur noch vom PC gewöhnt. So, gibt es jetzt hier irgendwo noch was zu finden? Jetzt, wo ich das eine da vorhin gefunden habe, den Bericht, bin ich irgendwie auf der Suche nach mehr. Das sieht jetzt nicht so aus. Wo schießt der her? Weiter in Richtung Horses Position. Immer weiter. Gibt eh nur einen Weg. So, was haben wir hier Schönes? Ah, ein Unterdrücker! Ah, sehr schön. Das ist die Hauptwaffe von den Blutväter-Dingern. Blutsväter-Soldaten! Oder? Hoch auf die Klippen, hinterher! Das Maschinengewehr halt. Von denen.
Blut fehlt der Soldaten. Ha, ich hab sogar recht. Boah. Boah, wie ich mich auskenne. Hat sich doch gelohnt, dass ich die gespielt habe. Ah, okay. Er kann klettern. Ah, wow. Das verwirrt mich jedes Mal, wenn der die Waffe so aufreißt. Ach, die können sie teleportieren. Gut. Dann machen wir das hier. Oh. So. Ich bin wieder, Freundchen. Hat der Munition? Okay. Eine Waffe, mit der man Munition absammeln kann, ist gut. Die meisten Allianzwaffen sind immer so Energiewaffen, die man, wo man dann eine neue finden muss. Romulianer von allen Seiten. Sie könnten durch die Mitte brechen, aber das wird hart. Vielleicht sollten wir sie flankieren. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Vorschießen, wenn ihr treffen könnt. Was auch immer funktioniert. Lichtgewehr. Oh. Ah. Mag zwar eigentlich die Sniperwaffen in dem Spiel nicht so sehr, aber einfach nur, weil es das Lichtgewehr von dem Blutfilter-Dingern ist. Nehmen wir es jetzt einfach. Okay, also das mit dem Teamspielen hat auf jeden Fall ein bisschen erinnert ein bisschen an Halo Reach. Ich lasse jetzt einfach mal das Kampfgewehr da. Weil hier für die Waffen finde ich hier Munition. Die finde ich Munition und für die Menschenwaffen wahrscheinlich eher weniger. Komm ich da hoch? Ja. Natürlich komme ich da hoch. Ich kann klettern. Haha. Ich habe ausgeprägte Fähigkeiten hier. Was? Lichtgewehr. Gut. Oh! Ja, ja. Spezialgranaten. Ah, Bodenstampfer. Wo kann ich das jetzt mal praktisch einsetzen? Nice! So, wie kann ich jetzt Granaten wechseln? Nee, ich wollte keine Granate werfen, ich wollte sie wechseln. Dass die Steuerung bei dem den Halo-Spielen auch jedes Mal anders sein muss. So, Panzerung ist gerade weg. Okay, Panzerung ist wieder da. Ich will jetzt die Waffe wechseln. Oh! Die diese Spezialgranaten von den Aliens haben. Ah, wie viel kommen denn da? Sind da noch Krabbler? Da unten. Ah. Mond! Okay. Hat nichts gebracht, sah aber cool aus. Nettes kleines Gadget, aber werde ich wahrscheinlich im effektiven Kampf selten gebrauchen. Aber wer weiß. Vielleicht ja doch. Hör du mich durch zu teleportieren. Bist Kerl. Nein, 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 nein. Okay, okay. Da ist ein bisschen viel los. Ein bisschen sehr viel los. So. Kabam! Oh, das funktioniert auch. Kann den Vorstoß also auch gegen Gegner einsetzen. Hatte zwar irgendwie nicht ausgesehen. Als würde es viel Schaden machen, aber sah auf jeden Fall cool aus. So, wie kann ich die Granaten wechseln? Warte mal, ich muss jetzt die Tasten durchdenken. Y ist die Waffen wechseln. Ihren linken Arm verloren hat. Wann ist das denn passiert? Das war Joel. Keine Ahnung wann oder warum. Bestimmt nicht wegen eines Streits, sonst hätte er ihr den Kopf Mit dem Steuerkreuz kann man die Granaten wechseln. Okay. Die Tür ist fest verschlossen. Blutsfeld der Sicherheitsstation. Muss abgeriegelt sein. Soll ich da runterspringen? Kann man was tun? Die Artemis kann Blutfilter-Systeme analysieren. Vielleicht können wir so die Tür überbrücken. Ist das Artemis-Ding eins deiner alten MND-Spielzeuge? So ähnlich. Ich konnte Commander Palmer davon überzeugen, uns mit Prototypen aus. System analysiert. Sieht aus, als wäre da ein Überbrückungsschalter nahe der Decke des Raums. Komm ich da. Natürlich komme ich da so nicht hin. Okay. Zeigen, was ich drauf habe. Man muss ja nur nah genug rankommen, dann geht's schon. Mal sehen. Das sollte reichen. Ah, perfekt. Was für ein System. Okay, X ist einfach nur die Benutzen-Taste. Okay. Da sind irgendwelche Symbole drüber. Und